Also willkommen wieder zu unserer Sendung Andruck und wir haben heute darüber zu diskutieren, was in der Republik geschehen ist. Ein Terroranschlag von rechts, 10 Tote. Es ist unglaublich, wie es passiert ist, warum es passiert ist sowieso. Und dieser Mann, der Terrorist, der Rechtsterrorist, war weitgehend unbescholten. Wir haben es in der Gesellschaft nicht gemerkt. Darüber wollen wir reden. Merken wir nicht, was um uns herum vorgeht? Ist das ein Versagen der Polizei? Was ist los in dieser Republik? Darüber will ich reden, unter anderem über dieses Thema und dann natürlich über die Wahl in Hamburg, die auch heute stattfindet, und das, was in der CDU passiert. Wir haben uns also viel vorgenommen. Wir, das ist Rena Lehmann von der Neuen Osnabrücker Zeitung. Herzlich willkommen. Früher bei einer anderen Zeitung, das war die Rhein-Zeitung. Genau, herzlich willkommen, jetzt bei der Neuen Zeitung. Und Susanne Gaschke von der Welt, herzlich willkommen. Frau Lehmann, was ist los in dieser Republik? Hat die Polizei versagt? Man sagt doch, der Mann war völlig unbescholten. Aber im Netz konnte er sich verbreiten mit all seinen Hasstiraden. Ist das rechtsfreier Raum? Ja, es ist natürlich immer schnell der Reflex, da irgendwelche in so einer angespannten, schwierigen Situation schnell Schuldige zu suchen oder zu sagen, da gibt's eine Lücke. Es gab offenbar tatsächlich auch Alarmsignale bei diesem Täter. Also das bewerten zumindest Experten so. Er hat wohl, jetzt bewerten Sie das oder auch schon vorher? Jetzt bewerten Sie das, ja. Das ist ja einfach. Natürlich zu spät. Er hat wohl so, wie man es von Reichsbürgern kennt, ganz viele Protestbriefe schon vorher an Behörden geschrieben, also war insofern schon in gewisser Weise auffällig. Natürlich kann man aber so eine Tat deshalb trotzdem nicht vorhersehen. Und das ist schwierig. Also Horst Seehofer hat im vergangenen Jahr ja nach dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke angekündigt, jetzt in aller Vehemenz gegen Rechtsextremismus vorzugehen. Vielleicht wäre das auch schon vorher angezeigt gewesen, aber zumindest seit letztem Sommer sind eine ganze Reihe von Maßnahmen auf den Weg gebracht worden, um einfach diesen Raum, wo sich Rechtsradikale offenbar radikalisieren, auch im Internet, besser zu kontrollieren. Es ist Personal aufgestockt worden, es sind einfach mehr Möglichkeiten der Überwachung geschaffen worden. Aber wir haben es hier offenbar auch wieder mit einem Einzeltäter zu tun, der jetzt nicht bekannt in der rechtsradikalen Szene gewesen wäre. Und ich finde es nicht so leicht, jetzt der Polizei jetzt daraus einen Vorwurf zu machen. Man müsste aus meiner Sicht viel mehr fragen, was ist sozusagen das gesellschaftliche Klima, was ermöglicht, dass solche Leute sich dann plötzlich aus ihrer offensichtlichen Isolation heraus dazu berufen fühlen, solche furchtbaren Taten zu begehen. Aber ich will noch mal auf die Polizei kommen, Frau Gaschke. Man sagt ja, er sei unbescholten. Ja, aber im Netz hat er sich verbreitet. Und ich frage mich wirklich voller Besorgnis, kann man das Netz völlig unbewacht lassen und unkontrolliert lassen? Das hätte man doch lesen können, müssen sogar. Das kann man natürlich nicht länger so lassen. Und natürlich ist das Internet also ein großer Faktor in der Problemlage, die wir haben. Nur, es ist natürlich leicht, das ex post zu beurteilen. Das bin ich völlig Ihrer Meinung. Sozusagen, die Sachen waren ja alle einzeln. Auf irgendwelchen Websites, einzelne Briefe an irgendwelche Behörden. Sozusagen jeder, der das eine Ding kriegt oder sieht, denkt, na gut, ein Querulant, ein schwieriger Mensch, was weiß ich, das zusammengetragen wird es dann hinterher. Sind wir dann nicht sensibilisiert genug? Man muss es sicher sein. Also sozusagen die klassische Querulantenstruktur gab es immer. Also wenn Sie sich erinnern, also vor 30 Jahren war es der, was weiß ich, beidseitig beschriebene, einseitig getippte Leserbrief mit also Verschwörungstheorien, den gab es auch damals schon. Aber was es nicht gab, war die Möglichkeit, im Internet Gleichgesinnte zu finden. Also Irre finden heute Irre sehr viel leichter und haben dann natürlich einen Resonanzboden, der vielleicht ihre Wahnvorstellungen noch weiter befeuert. Wenn man beim Netz was machen will, glaube ich, muss man langsam reden über es muss Schluss sein mit der Anonymität im Netz. Damit müssen dann tatsächlich die Verlage mal anfangen, mit gutem Beispiel vorangehen und soweit das nicht schon geschieht, also zum Beispiel auf ihren Kommentarseiten keine anonymen Kommentare mehr zulassen. Es kann nicht sein, also dass wir hätten niemals im Leben früher im Print einen Leserbrief ohne Absender gedruckt. Auf den Kommentarseiten kann sich jeder Willi W. nennen oder wie auch immer und dann also seine zum Teil seltsamen Vorstellungen dort verbreiten. Also das muss mit Sicherheit geschehen. Insgesamt, glaube ich, brauchen wir dringend eine
Deeskalation im Ton. Auch das sozusagen ist nicht nur bezogen auf die ganz Irren, ganz Extremistischen, sondern man merkt ja selbst, wenn man in den Medien tätig ist, wie stark auch durch die Klick getriebene... Man hat das Gefühl, man wird nur gehört. Wenn man richtig gelesen, laut man schreit richtig und es muss mindestens Massenmord drüber stehen. Ich bin heute Morgen also an der Titelzeile Massenmord, ich glaube in der FAZ sogar hängen geblieben, wo ich immer noch sagen würde, das ist für mich immer noch eine Abstufung. Also das hier ist ein Terroranschlag, der ganz furchtbar ist mit 10 Toten, um die einzeln geweint wird. Aber es ist, also Massenmord ist für mich immer noch die Kategorie sozusagen, die wir hier in Deutschland mal insgesamt veranstaltet haben. Also auch da, das ist ja nicht böse gemeint von irgendjemand, aber die Sprache, die in einer klickgetriebenen Medienökonomie offensichtlich nötig ist, eskaliert und da müssen wir alle wirklich uns beruhigen, einen Schritt zurücktreten, vorsichtig sein. Und ein Punkt, den ich noch habe, ist tatsächlich, ich sehe das mit den Sportschützen nicht so ganz ein. Also ich sehe nicht ganz ein, also sozusagen, warum so großes Kaliber nötig sein muss, wenn es darum geht, also sozusagen auf eine Scheibe zu schießen und da seine Geschicklichkeit zu trainieren. Und ich sehe nicht ein, warum die Waffen nicht, wie es ja bei der Bundeswehr auch ist, also in den Vereinen untergebracht werden. Dann kommen die Vereine immer und sagen, ja, dann wird bei uns eingebrochen, ist dann gefährlich und so. Ja, zum Teufel. Also sozusagen, es ist einfach besser, wenn in der Gesellschaft solche Waffen nicht unterwegs sind, bei Leuten, die dann biografisch ja auch etwas seltsam mit 43, also offenbar noch bei ihren Eltern wohnen. Also da zum Beispiel wäre für mich auch mal die psychologische Frage, ist da alles in Ordnung? Ist da alles in Ordnung in der Biografie und muss dann so jemand eine Waffe haben? Schwierig, das zu überprüfen. Wäre einfacher, die Vereine übernehmen die Verantwortung, schaffen sichere Räume, wo die Waffen gelagert werden und dann werden sie ausgegeben. Hoffentlich hört Herr Seehofer Sie. Sie haben ja gesagt, man hat einiges auf den Weg gebracht, aber offensichtlich greift das nicht. Wenn ich an islamischen Terror denke, da sitzen die Leute von den Geheimdiensten und filtern bestimmte Wörter raus. Und wenn es um Rechtsterrorismus geht oder auch um Linksterrorismus, dann wird das offenbar nicht angewandt. Ja, also das hat ja die Politik auch eingeräumt. Das hat ja sogar Horst Seehofer letztes Jahr anerkannt, dass wir viel zu lange den islamistischen Terror als Gefahr ganz stark im Blick hatten. Aber was sich da am rechten Rand der Gesellschaft so entwickelt hat und dessen Folgen wir jetzt sehen, eben nicht. Und aber es ist... Ich will noch mal kurz vielleicht auf diese Gefahr, die sich speziell im Internet entwickelt hat, zurückkommen. Es ist auch eine neue Form von Rechtsradikalismus, die dort entstanden ist. Und vielleicht muss man deshalb auch neue Mittel finden, um diese zu verfolgen. Rechtsradikale, also es gibt einen rechtsradikalen neuen Typs. Vorher gab es Rechtsradikale, die sich auf der Straße getroffen haben. Das war aber natürlich auch in gewisser Weise unangenehm, weil einem da ja die Gesellschaft auch entgegentritt und sagt, nein, das wollen wir nicht, die große Mitte der Gesellschaft. Das heißt, man wird konfrontiert mit anderen Meinungen, man wird konfrontiert damit, dass man sozusagen geächtet ist mit seiner Haltung. Das ist das Besondere am Internet, dass man das dort nicht mehr hat und deshalb auch eine andere Form von Radikalisierung stattfindet. Die Leute treffen sich da unter sich in ihren Blasen und verstärken sich gegenseitig in ihrer Meinung. Da gibt es niemanden mehr, der sagt, das kann man auch anders sehen oder finde ich aber nicht oder das ist mit unserem Grundgesetz nicht vereinbar, was ihr hier kommuniziert. Und das halte ich für eine ganz große Gefahr. Und ja, wir müssen allerdings auch aufpassen, dass wir... Stichwort Überwachungsstaat, das Internet ist nun mal da mit seinen Möglichkeiten und ja auch seinen positiven Effekten, die es hat, dass dort Debatte stattfinden kann. Aber es kann nicht sein, dass dort völlig rechtsfreie Räume entstehen und deshalb muss es einfach möglich sein, also Online-Durchsuchungen da auch zu machen und auch sowas wie WhatsApp-Kommunikation zum Beispiel, was ja auch ein Medium ist, was da eine große Rolle spielt, zu überwachen. Aber das ist ein größter Unterschied für mich. Anlassbezogen. Wenn ich jemanden jetzt Sie beschimpfe, dann beleidige ich Sie und Sie gehen vor Gericht und da gibt es einen Strafrechtsparagraf. Wenn ich dasselbe mache im Internet, Frau Künast hat es gerade erlebt, ja, dann noch dann mit dem, man die Schultern. Ja, also dann noch sagen, mit dem absurden, wo ist der Unterschied? Mit dem absurden Urteil. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt übrigens bei Künast weitergegangen ist, aber da haben ja eigentlich alle Fachleute erwartet, dass das allerdings wieder kassiert wird, weil das ja vollkommen irrwitzig war. Nicht? Also sie war wüstesten Beschimpfungen ausgesetzt und dann hieß es, die seien aber irgendwie sachbezogen, insofern also nicht als Beleidigung zu werten. Nein, wir haben tatsächlich das Problem, dass in vielen Räumen im Netz die Leute sich anonym tummeln können und unter sich bleiben, genau wie Sie sagen. Und das macht sie immer mutiger und immer doller und immer wahnsinniger.
Anzeige am Ende. Und insofern müssen natürlich die Plattformen auch in die Haft genommen werden, was bisher, soweit ich das verfolge, nicht besonders gut gelingt. Weil sie nicht in Deutschland sind. Weil sie nicht in Deutschland sind und weil sie auch keinerlei Interesse daran haben, also ihre Nutzer in irgendeiner Weise einzuschränken. Es stimmt natürlich auch, dass auch das gegenteilige Argument, wenn jetzt die Plattformen vorauseilend melden, also da ist jemand rechtsextremistisch aktiv und das stimmt gar nicht. Also da ist irgendwas falsch zugeordnet, auch falsch verstanden. Es wird ja zum Teil, werden ja solche Sachen, also da sitzt ja nicht einer und liest das durch. Das sind ja erstmal auch Algorithmen, die das filtern. Wenn der Algorithmus jetzt irgendwas falsch versteht und sozusagen sie sind dann, haben dann erstmal das Stigma Rechtsextremist und werden den Behörden gemeldet, dann sind sie natürlich auch in einer ganz schrecklichen Mühle. Also es ist schon ein komplexes Problem, das ist richtig. Aber wir können es nicht so lassen. Wir sind überwältigt. Schutz, ja, des Bürgers. Ja. Nicht überall, ja, stehen. Ja, selbstverständlich, klar. Und nicht die Frage, der Algorithmus hat sich geirrt, sorry, lass die Finger davon. Nein, aber die Gefahr ist auch, also sobald ja, sie in Gefahr der... Die Gefahr ist ja immer, dass man es falsch einschätzt. Muss getan werden? Ja, die Plattformen müssen natürlich sozusagen verantwortlich sein und ich finde, man muss die Plattformen zwingen, die Anonymität nicht mehr zuzulassen. Also ja, die Plattformen sind wie Verlage, die sind wie Zeitungen, die veröffentlichen etwas. Mhm. Wenn wir etwas veröffentlichen, ist jemand im Sinne des Presserechts verantwortlich. Wenn wir hier Volksverhetzung betreiben, dann sind sie dann sind sie erstmal dran und wir dann auch. So, und bei den Netzplattformen passiert es eben nicht. Also da ist es, der technische Aufwand, das zu verfolgen, ist so wahnsinnig hoch, dass viele Leute es auch einfach auf sich beruhen lassen. Also auch in viel kleinerem Maße, wenn da beleidigt und geschmäht wird. Das muss sich ändern. Es ist natürlich auch ausgesprochen schwierig, das Ganze dann auch strafrechtlich zu verfolgen. Also wir sind ja jetzt schon hinterher damit, Staatsanwälte, Richter einzustellen, um diese neuen Formen von Kriminalität dann auch tatsächlich in Gerichtsprozessen und zu verhandeln. Und das wird eine Riesenaufgabe sein, wenn man sich jetzt das tatsächlich vornimmt, Hass im Netz konsequent auch strafrechtlich zu verfolgen, was unbedingt sein muss. Dann muss man als Gesellschaft auch sagen, wir sind auch bereit dafür, unseren Justizapparat entsprechend aufzublähen. Ja. Also, ja, Bayern hat ja jetzt gerade eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft geschaffen, also einen Schwerpunktstaatsanwalt eingesetzt, genau für dieses Thema. Finde ich den absolut richtigen Schritt. Da ist dann nicht die Frage, und jetzt werde ich ein bisschen politphilosophisch, ich habe das Gefühl, das zerfrisst so langsam die Fundamente unserer Demokratie. Man kann sich etwas erlauben, was normalerweise nicht erlaubt ist. Man tut es, der Staat steht daneben und ist hilflos. Ja. Weil er keine Leute hat, kein Geld hat. Die Leute sagen sich doch irgendwann, Staat ist doch machtlos. Kann doch machen, was ich will. Ja, das ist in der Tat eine Entwicklung, die wir haben und ich halte die für hochproblematisch. Das liegt natürlich ein bisschen auch daran, dass wir lange das Internet wie eine neue Glaubensrichtung hofiert haben. Also wir waren so begeistert von den Möglichkeiten, da haben Sie ja völlig recht, die es tatsächlich gibt und die, also wissenschaftliches Arbeiten und so Sachen, wofür das eigentlich mal gedacht war, sozusagen möglich machen in einer Weise. Nicht? Also ich musste für meine Promotion noch nach London fahren und da in der Bibliothek sitzen und die Bücher raussuchen, die man so gar nicht kriegte per Fernleihe und so weiter. Heute kann man das alles online einsehen und benutzen. Das ist natürlich wundervoll. Aber die Schattenseite ist eben dieses Eskalieren von Hass- und Gewaltfantasien. Und zu lange musste man immer so einen ganz tiefen Kotau machen und sagen, wie großartig das Internet ist. Und dann durfte man ganz vorsichtig mal sagen, da gibt es aber auch ein paar Probleme. Inzwischen würde ich auch fast sagen, dass die Probleme, also sich mindestens die Waage halten mit den Vorteilen. Und da brauchen wir, glaube ich, gesellschaftlich insgesamt so einen Shift, also des Blickes wirklich, und müssen sagen, nein, es kann gut sein, aber es kann auch eine Teufelsmaschine sein. Dann hoffen wir mal, dass dieses Shift kommt. Heißt es der, die das Shift? Ich würde jetzt sagen der, intuitiv, aber ja, ich bin mir nicht sicher. Alles gut. Lassen wir es mal bei der. Gibt keine feministische Diskussion darüber, ob es die Shift ist? Nein. Ja, aber ich will vielleicht noch sagen, ich denke... Nach der Pause, kurze Werbepause, ja, und dann haben Sie das Wort. Bleiben Sie dran, spannende Diskussion. Es darf und kann nicht alles sein im Netz, so wie es jetzt ist. Da sind wir uns einig. Da muss endlich was passieren. Hanau zwingt uns dazu, darüber nachzudenken. Kurze Pause, bis gleich. Und dann reden wir auch über die Hamburg-Wahl heute und über das, was in der CDU passiert. Mal sehen, wie viele Kandidaten es noch gibt. Und vielleicht kommt ja auch eine Kandidatin noch. Vielleicht, wer weiß. Bis gleich. Zurück beim Pressetalk, Andruck auf TV Berlin und wir reden natürlich über das, was in Hanau geschehen ist
Frau Lehmann, Sie hatten noch eine quasi Schlussbemerkung, bevor wir zu den anderen Themen kommen. Ja, ich wollte nur noch vielleicht kurz ergänzen, dass ich denke, dass ein starker Rechtsstaat eigentlich die Voraussetzung dafür ist, unsere freie Demokratie in der Form zu erhalten und auch die Akzeptanz, die offensichtlich bei vielen Menschen nicht mehr da ist, die sich dann auch wegorientieren von den Parteien der Mitte, wiederzugewinnen. Also ich halte das für ganz wichtig. Die Frage ist nur, wie? Thematisieren ist immer schon gut. Also sozusagen tatsächlich, also hatte zum Beispiel die Sozialdemokratie in den vergangenen Jahren also wirklich eine Leerstelle im Bereich innere Sicherheit. Also die haben unglaublich viel gemacht zum Thema Sozialpolitik, also mit Grundrente, von ihr selbst definierte Opfergruppen, die sich zum Teil gar nicht so empfinden. Sozusagen im ganzen Bereich innere Sicherheit war weitgehend nicht viel zu erkennen. Das ist jetzt mit der neuen Justizministerin übrigens anders geworden und sofort hat man ein etwas besseres Gefühl. Also drüber sprechen ist der erste Schritt. Das ist gar, also Worte sind nichts Schlechtes. Wir sehen ja auch, wie böse Worte wirken können. Das sozusagen positiv zu thematisieren, dann ein Klima zu schaffen, wo man eben auch bereit ist, das Geld dafür zu bezahlen und eben auch zum Beispiel in der Polizei, in den Sicherheitskräften natürlich sehr stark also für Demokratie zu werben. Ich glaube, auch das ist nötig. Also auch da gibt es natürlich sozusagen durchaus auch Menschen, also das sind ja Abbilder der Gesellschaft, also mit einer etwas unschönen Gesinnung sozusagen. Also da vielleicht nochmal besonders stark also für Pluralismus und Demokratie zu werben. Das sind Sachen, die kann man ja einfach machen und das muss passieren. Ja, und dann müssen wir handeln, neue Gesetze machen oder die Gesetze besser anwenden. Es gibt ja Beleidigungsparagraphen, da muss man halt ein bisschen durchgreifen. Es gibt nicht zweierlei Recht. Also ja, so ist es. Damit schließen wir Hanau erstmal ab und kommen auf das, was diese Woche passiert ist. Die CDU sucht einen Kandidaten. Da meldete sich Nummer 4, Herr Röttgen, und schoss plötzlich in den internen Umfragen einer großen Zeitung mit den großen Buchstaben scharf nach oben, noch vor März. Wer wird's denn nun? Die Frage stellen sich da bestimmt jeden Tag in Ihrer Redaktion. Ja, das stimmt. Das ist ja jetzt gerade die spannende Frage der nächsten Wochen. Ich muss sagen, Herr Röttgen ist tatsächlich ein Coup gelungen, finde ich, mit seinem Auftritt in dieser Woche und seiner Erklärung, dass er kandidiert. Denn was er den anderen Kandidaten ja voraus hat, ist, dass er gesagt hat, dass er kandidiert. Ich kandidiere. Ja. So, er hat das völlig klar gesagt. Und er hat auch gesagt, habe ich schon verloren. Aber es hat mich stark gemacht. Ja, also er hat diese Woche wirklich einen guten Auftritt hingelegt und hat auch nicht hinterm Berg gehalten mit Kritik an dem ja tatsächlich etwas seltsamen Verfahren, was die CDU da jetzt bei ihrer Vorsitzendenfindung anstrengt. Und das macht natürlich mehrere Probleme offensichtlich. Also die CDU hat offenbar keinen natürlichen Nachfolger für Angela Merkel jetzt im Augenblick in dieser Lage. Sonst wäre es ja klar, wer es machen würde. Ja, Herr Merz denkt, er sei es doch, aber er sagt es nicht. Eben. Aber es gibt jetzt noch andere, die da in Frage kommen. Und jetzt werden Gespräche geführt mit Jens Spahn, Armin Laschet, Friedrich Merz. Mit Leuten, die es offenbar wollen. Aber für die Öffentlichkeit ist aus meiner Sicht ja gar nicht so klar, wollen die denn nun wirklich? Und keiner von denen hat bisher gesagt, ja, ich will es machen und ich habe die und die Vorstellung. Und das haben wir diese Woche ja von Herrn Röttgen ziemlich überzeugend gehört. Also warum er es machen möchte, was er machen möchte. Und insofern finde ich, hat er sich da so aus dem Off ziemlich prominent in die Diskussion gebracht. Und die Frau Michel-Frukaschke ist eine Frau. Ja, ist schwierig. Alle reden doch also immer glaube, davon. Ich glaube, auf die Frauen hatte das natürlich nun, so wie es mit Frau Kamp-Karrenbauer gelaufen ist, einen maximal abschreckenden Effekt jetzt. Also sozusagen, sie ist an sich selbst gescheitert und an sozusagen Dingen, die sie einfach nicht gut gemacht hat. Aber es ist auch nicht nett mit ihr umgegangen worden. Und ich nehme an, jede andere Frau, sozusagen, die jetzt in Frage käme, wird sich das jetzt sehr überlegen. Es kann auch übrigens sein, das weiß ich, das ist jetzt ganz politisch unkorrekt dafür wird man eigentlich üblicherweise verhauen. Aber es kann auch sein, dass bei der CDU einfach nach diesen vielen Jahren Angela Merkel so eine gewisse Frauenerschöpfung da ist. Also dass die einfach das Gefühl haben, jetzt hätte man gerne mal wieder einen Mann an der Spitze. Ich habe das gestern Abend selber oder vor ein paar Tagen selber gemerkt, als Volker Bouffier sich geäußert hat zu dieser schrecklichen Tat in Hanau. Und ich das Gefühl hatte, es ist mir jetzt sehr recht, dass das mal ein älterer, sozusagen besonnener, geradezu ein bisschen väterlicher Typ von Mann
macht, dem ich das jetzt gerade sehr gerne sozusagen so abnehme, also der mich selber ein bisschen tröstet in meinem Entsetzen über die ganze Sache. Das hat natürlich jetzt nichts mit der CDU-Führung direkt zu tun, aber ich glaube, also einfach eine andere Rollenbesetzung mit einem Mann wäre für die CDU vermutlich jetzt gar nicht so schlecht. Also dann können ja im Schatten dieses Mannes wieder Frauen heranwachsen, die ihm das dann wieder abnehmen danach. Also ich sehe keine natürliche Nachfolgerin. Frau von der Leyen wäre es vielleicht gewesen, ist aber ja nun anderweitig beschäftigt. Und ich habe auch dieses plötzliche Auftreten von Norbert Röttgen als sehr wohltuend empfunden. Übrigens die Bild-Zeitung, die ja immer ganz gutes Sensorium so für Gefühle hat in der Öffentlichkeit, die macht das ja nicht umsonst, dass sie das gleich fragt und so. Ich habe auch den Eindruck, wirklich in meinem privaten Umfeld und so, dass Menschen richtig sich freuen über den Röttgen. Und zwar, weil das ein vergleichsweise normaler Politiker ist, der auf eine normale Weise, nämlich man verkündet dann erstmal seine Kandidatur und sagt, was man sich so vorstellt. Und die CDU muss ja bestimmen, wo sie steht. Also die CDU hat ja wirklich das Problem, dass sie sich in Teilen durch Merkel sozial demokratisiert hat, dass sie bestimmte konservative Positionen aufgegeben hat. Und da geht es nicht um den ganz rechten AfD-Rand, sondern da geht es um die Frage, also wenn Sie können ja eine linksliberale Abendessen-Einladung sprengen, wenn Sie sowas sagen wie, ich finde aber, die Mutter sollte in den ersten Jahren lieber bei den Kindern zu Hause bleiben, Kitas sind nicht so gut. Ja. Ne? Okay, das ist ja innerhalb des Verfassungsbogens, diese Äußerung. Die ist ja nicht extremistisch, aber trotzdem werden sie gesteinigt. Und ich glaube aber, dass es solche Positionen gibt und dass es sie gerade in der CDU-Anhängerschaft auch gab und die sind sozusagen heimatlos geworden. Das also wieder einzusammeln oder zumindest mal offensiv drüber zu reden. Frau von der Leyen hat das immer ganz gut gemacht. Also wenn sie moderne Familienpolitik gemacht hat, dann hat sie zu alten CDU-Knochen in ihrem Wahlkreis gesagt, ja, aber was sagt denn deine Tochter? Ja. Aber man muss solche Veränderungen eben... Und auch eben ganz böse Fragen hat sie gesagt. Wissen Sie, wie viele Kinder ich habe? Genau. Ja, nicht? Aber solche Veränderungen darf man eben nicht schleichend machen. Und leider war der Merkel-Kurs immer die Dinge also im Grunde undiskutiert zu machen. Ja. Und das Röttgen heißt, hat jetzt thematisiert, wir müssen drüber sprechen. Und er macht ein Angebot, das ganz klar ja mittig ist. Also da tut er sich mit Laschet ja, glaube ich, nicht viel. Er ist außenpolitisch profilierter. Aber sozusagen die beiden sind da ja auf einer Linie, aber weniger, er kommt jetzt gerade weniger funktionärsmäßig rüber. Aber natürlich hat er die Kandidatenfindung bei der CDU jetzt auch erheblich schwerer gemacht, weil er nämlich das Verfahren, wie sich das jetzt Frau Kamp-Karrenbauer vorgestellt hat, eigentlich jetzt schon auf den Kopf gestellt hat und das so nicht mehr möglich ist. Was beredet die eigentlich mit dem Einzelnen? Eigentlich sollte es ja so sein, dass man sich einigt und beim Parteitag einen Kandidaten präsentiert, damit man eben nicht, wie bei der letzten Vorsitzendenwahl Merz gegen Kramp-Karrenbauer eine Kampfabstimmung hat und danach der Eindruck entsteht, die Partei ist eigentlich gespalten. Die neue Vorsitzende hat nur die Hälfte der Partei hinter sich und das wollte man diesmal unbedingt vermeiden und das ist schon mal auch auf jeden Fall nicht gelungen, weil Röttgen ja klar gesagt hat, er kandidiert. Also gehe ich nicht davon aus, dass er jetzt im Nachgespräch einen Rückzieher machen wird oder sich in irgendeine Art von Teamlösung einbinden lassen möchte. Kann das auch sein, Frau Lehmann, noch nur eine Frage an Sie, dass den Merz bisher immer oben gespielt hat, aber eigentlich wollen das die meisten in der CDU nicht, ihn nicht, weil der ist irgendwie nicht so sympathisch. Und dann kommt der Röttgen, klare Ansage, klares Wort, sieht aus wie Helmut Schmidt mit dem Silberhaar und ist da ein Stück Psychologie drin. Ich glaube, das würde ich ein bisschen anders sehen, weil das zeigt ja auch das Wahlergebnis für ihn beim letzten Parteitag, wo dann Annegret Kramp-Karrenbauer ihn nur knapp schlagen konnte. Also ich glaube, er hat schon in Teilen der CDU einen großen Rückhalt und ist für viele ein Hoffnungsträger. Was wir vielleicht jetzt gerade in der Öffentlichkeit nicht ganz so nachvollziehen können, weil er auch nicht die Mittel hat, wie jetzt ein Jens Spahn oder ein Armin Laschet im Augenblick so öffentlich permanent in Erscheinung zu treten. Ja, das heißt, wir kennen den Merz von 2000, 2002, 2003, als er Fraktionsvorsitzender der CDU war. Aber seither hat er eben nicht die Möglichkeit, sich so zu präsentieren. Und deswegen wirkt er jetzt so ein bisschen vielleicht aus der Zeit gefallen, weil Erinnerungen an seine aktive Politik eben etwas älter sind. Aber ich denke, dass viele sich von ihm etwas versprechen, ob er das einlösen kann, das weiß man nicht. Und ich finde, er ist ja eben bisher auch eine konkrete Positionierung, wie es jetzt Norbert Röttgen gemacht hat, eben einfach schuldig geblieben. Und deshalb weiß man einfach nicht, wofür er steht. Steht er für die alte CDU, die CDU, die konservative, ältere CDU, die nicht modernisierte Vor-Merkel-CDU, steht er dafür wirklich? Oder ist er auch jemand, der jetzt sozusagen im Jahr 2020
rechtskonservative Position auch einbinden kann und vielleicht auch tatsächlich Wähler zurückgewinnen kann und gleichzeitig aber auf moderne Fragen antwortet. Das weiß man bisher nicht, oder wie würden Sie? Ich frage mich doch, und ich glaube viele andere auch, warum hat er denn nicht den Mut zu sagen, ich kandidiere. Warum macht er das nicht? Ja, er ist so ein bisschen ein Stoß mich zieh dich in dieser Frage. Nicht? Also aber sozusagen, das kommt doch nicht gut an. Ne, natürlich kommt das nicht gut an. Und ich glaube eben auch, das Problem ist, ich glaube schon, dass es an der Basis große Hoffnungen auf ihn gibt. Also das Ergebnis kam nicht von ungefähr. Und das sind Leute, die hoffen, dass er konservativ integriert. Mhm. Ich bin aber gar nicht sicher, ob er ein Konservativer ist. Also was ich von ihm so lese und wahrnehme, das sind eigentlich so eher marktliberale Positionen. Mhm. Und ich meine, er arbeitet für BlackRock. Also auch das hat gearbeitet. Also es wird bei den Gegnern sozusagen auch sehr viel Feindschaft auslösen, aber auch Misstrauen bei den Anhängern, weil das steht ja nun nicht eigentlich für ein konservatives Politikprogramm, so eine Firma. Und insofern, also ich glaube, er zaudert, weil er weiß, dass das nicht ganz so einfach wird. Es hat jetzt schon mal nicht geklappt, also Herren sozusagen dieser Konstellation oder Konstitution sind, glaube ich, nicht scharf darauf, sich unnötige Niederlagen abzuholen. Und insofern zögert und zaudert er und das mehrt, glaube ich, seine Chancen nicht. Aber wer nicht an den Start geht, kann auch nicht verlieren. Kann nicht verlieren. Gleichzeitig gewinnen. Muss man sehen, also zum Beispiel Björn Höcke, also sozusagen der ganz rechts außen der AfD vom Flügel, hat ja offensichtlich eine Heidenangst, vor allen Dingen vor Merz, weil man das Gefühl hat, man kandidiert da um das gleiche sozusagen Wählerfeld möglicherweise. Ja, und die Angst müssen sie bei Norbert Röttgen doch erst recht haben. Ja, aber der ist ja mehr mittig. Sieht die Leute ja wieder von den Rändern in die Mitte, die bisher die AfD gewählt haben oder wen auch immer, und sagen, jetzt wird die CDU wieder so, wie sie mal war. Ja. Jetzt wähle ich wieder CDU. Gut, wollen wir mal abwarten. Wir haben noch über eine Wahl zu reden, die heute stattfindet. Seit 6 Stunden wird abgestimmt in Hamburg. Und da sind die Umfragen schon interessant. Da liegt die SPD nämlich plötzlich vorne. Und darüber wollen wir gleich reden in der letzten Runde von Andruck. Also bleiben Sie dran. Wir können leider nicht mitstimmen, aber wir können es analysieren. In die Glaskugel, die hier vorne steht, hineingucken. Bis gleich. Zurück bei Andruck, dem Pressetalk, und wir gehen in die letzte Runde. Wir wollen noch über die Wahl in Hamburg reden, aber vorher wollen wir noch ein bisschen über die CDU reden. Frau Lehmann, kann es denn sein, dass noch einer kommt so? Er ist vom Himmel schwebend und sagt, hier bin ich, wählt mich. Ja, nach dem Auftritt von Herrn Röttgen, also nein, ich würde sagen, fühlen sich jetzt vielleicht manche doch noch ermutigt, auch noch gerne gut in den Ring zu werfen, halte ich nicht für ausgeschlossen. Aber wenn Sie jetzt nach einer Frau gefragt haben vorhin, sehe ich im Moment eigentlich niemanden, wo ich denken würde, da kommt doch noch mal eine, die sagt, das mache ich. Es wäre ja eigentlich auch gut, wenn man vielleicht eine Person hätte, die dieses Verbindende zwischen Ost und West irgendwie verkörpern könnte, denn das hat ja jemand tatsächlich als Problem auch ausgemacht, dass die CDU in ihren Ostverbänden Schwierigkeiten hat, die weiterhin zu integrieren oder beziehungsweise eine Figur zu finden, wo sich irgendwie alle mit identifizieren können und wo diese Partei irgendwie wieder auch ein Stück zusammenfinden kann nach Thüringen. Nein. Ja, eben, das ist das Problem. Wir fordern immer irgendwas, aber wir sehen niemanden, der da ist. Und vielleicht sind ja auch manche im Osten und sagen, wir haben jetzt genug Ossis. Frau Merkel aus dem Osten, Herr Gauck aus dem Osten. Wer kommt noch aus dem Osten? Ja, das war's denn. Ja? Also, wenn niemand mehr kommt, ich frage mich ja, was beredet denn Frau Kamm-Karrenbauer eigentlich mit den Einzelnen? Sagen Sie und sag mal, Friedrich Merz, sag doch jetzt mal. Was hast du denn so vor? Ja, das dauert doch eigentlich nur 2 Minuten. Ja, ja. Na, ich nehme an, sie werden irgendwie über das Verfahren reden, nicht? Und wie man das jetzt machen will. Und jetzt ist klar, nicht? Also haben Sie völlig recht, da wird jetzt also offen gegeneinander kandidiert werden müssen, eigentlich auf dem Parteitag. Man kann eigentlich der CDU nur wünschen, dass sie sich jetzt nicht noch also zu sehr in ähnlich irrer Weise wie die SPD in ein Mitgliederbefragungsverfahren hineinreden lässt. Andererseits ist es immer so schwierig, sobald dann nach Mitgliederbeteiligung gerufen wird,
zu sagen, machen wir nicht. Ja, das wirkt dann, das wirkt dann auch immer so undemokratisch. Ja, nicht? Also genau. Insofern müssen Sie es dann wahrscheinlich kurz halten, also eine schnelle Befragung ohne große Regionalkonferenzen und dann das Ergebnis als beratendes Ergebnis für einen Parteitag. Ich bin ja auch immer der Meinung, dass diese Einheitsgeschichten eigentlich schlecht sind. Also es war nicht verkehrt, dass die scharf diskutiert haben im Vorfeld der letzten Vorsitzendenwahl und dass es polarisiert ist, ist im Grunde auch nicht schlimm. Es muss nur bei den Diskussionen, glaube ich, dann doch mehr rauskommen. Also die Leute müssen sich schlicht mehr Mühe geben. Sie müssen präzise sagen, was sie vorhaben. Sie müssen sich großen gesellschaftlichen Fragen tatsächlich auch stellen. Also es geht dann nicht darum, also die Textbausteine aus dem Fraktionscomputer oder aus dem Parteicomputer wieder anders zusammenzutackern und die da vorzulesen. Sondern man muss sich auch wirklich mal Mühe geben, mit so einer Rede dann also intellektuell zu überzeugen und Leute zu gewinnen. Ja. Und dann finde ich Polarisierung begeistern, nicht schlecht. Begeistern. Und dann auch das tun, was man angekündigt hat und sozusagen sich nicht sofort wieder dann beirren lassen. Frau Lehmann, wir müssen über einen Namen reden. Söder. Markus Söder. Ja, der hat sich dann ja auch noch sehr interessant in die Debatte eingeschaltet, indem er sagte, er ist gar nicht der Ansicht, dass jetzt Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur schon gleich in einem Rutsch beschlossen werden müssten, sondern meinte, die CDU sollte mal erstmal in Ruhe die Vorsitzendenfrage klären und das mit der Kanzlerkandidatur, das könnte man dann ein bisschen später machen. Und dann auch nur mit mir zusammen. Diese Einmischung muss man natürlich auch ernst nehmen und kann die CDU jetzt ja auch nicht einfach drüber hinweggehen, denn das ist ja ihre Schwesterpartei und der Kanzlerkandidatur. Der Kandidat wird nun mal von den beiden zusammen gesucht. Also insofern hat er da jetzt schon das Prozedere so ein bisschen sein Veto eingelegt und eigentlich auch sich in eine ganz komfortable Lage gebracht, nämlich sich das alles mal anzugucken und dann gegebenenfalls doch selber am Ende noch, wenn es spannend wird, zu sagen, ich kandidiere als Kanzlerkandidat. Ist das wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich oder weniger wahrscheinlich? Dass er am Schluss sagt, lass uns mal wieder frühstücken, Wolfratshausen, sage ich nur. Ja, und dann sage ich, ich will es. Wie wahrscheinlich wird das sein? Ich denke, dass man es zum jetzigen Zeitpunkt tatsächlich noch nicht abschätzen kann und dass er selbst es womöglich auch noch nicht weiß. Er hat zwar immer bekundet, dass er in Bayern bleiben möchte. Das kann man ja eben auch erstmal so glauben. Aber ich denke, wenn die Lage es zulassen würde, es gut für ihn aussehen würde und er eine Chance hätte, der Zeitpunkt der richtige wäre, dann wäre er bestimmt nicht derjenige, der nicht Kanzlerkandidat werden wollte. Bis wann muss denn das entschieden sein? Ach, das ist, glaube ich, im Moment einfach wahnsinnig schwer zu sagen. Also ich glaube, Kramp-Karrenbauers Zeitplan war von Anfang an unrealistisch. Also man kann die Führungsfrage nicht so lange offen lassen. Ich glaube auch inzwischen eigentlich nicht mehr, dass die Große Koalition hält bis zum Ende. Also die Erschöpfungserscheinungen allenthalben und auch in der Bevölkerung sind also irgendwie dermaßen groß, dass ich also schon eher erwarte, dass, ich weiß nicht, an welchem Punkt es dann knallt letzten Endes, aber ich glaube, dass es eher schneller als langsamer gehen wird. Also die müssen einfach das jetzt ganz, ganz zügig klären, also idealerweise also vor der Sommerpause muss das geklärt sein, wer die CDU führt. Und ich glaube auch, dass Söder oder anders gesprochen, also wenn nun so alles in Unordnung ist in der Republik, dann müssen ja auch die ehernen Gesetze nicht mehr gelten. Also dass ein Bayer es eigentlich nie schafft. Nicht? Das hat ja bisher so gegolten. Strauß nicht, Stoiber nicht. Ich finde, Bayern ist irgendwie ein sehr ordentliches Land, also wo man immer das Gefühl hat, die kriegen ihre Sachen irgendwie ganz gut in den Griff und die haben so ein Gefühl von Heimatverbundenheit und Identität, nachdem viele andere Leute sich sehen. Das kriegen die da also auch gut hin, ohne dass sie deswegen sozusagen nach rechts abdriften. Na gut, okay, da gibt es große Beispiele, wo sie es getan haben, rhetorisch, doch, stimmt schon. Aber insgesamt funktioniert das ganz gut. Und insofern wäre vielleicht ein Bayer zu diesem Zeitpunkt mal eine ganz gute Idee. Und Söder hat sich ja sehr sozusagen verändert, auch noch in einer positiven Weise, also hin zu mehr Selbstbeherrschung und Reflexion. Und genau so, wie Sie sagen, also er kann sich das jetzt anschauen, wenn die Lösung, die Union gemeinsam findet, zufriedenstellend ist. Also etwa ein Norbert Röttgen, glaube ich, wäre keine ganz schlechte Idee, eigentlich eine gute. Dann, glaube ich, könnte er damit leben, wenn er selber das Gefühl hat, das ist jetzt für die gesamte Union eine Katastrophe, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass er sagt, nee, dann mache ich es lieber selber. Und vielleicht auch mit Aussicht auf Erfolg. Wenn die GroKo platzt, das passiert ja dann, die SPD hat klargestellt, sie wählt keinen anderen Kanzler als Frau Merkel. Wenn Frau Merkel nicht mehr da ist, gibt es Neuwahlen. Ja. Steht das Wort unverrückbar? Ja, davon würde ich ausgehen. Und ich würde es auch für fatal halten, wenn es tatsächlich jetzt
zum Bruch in der Großen Koalition noch vor der regulären Bundestagswahl käme. Denn was man ja auch sehen muss und was er, was tatsächlich Norbert Röttgen auch gut gemacht hat, indem er klargestellt hat, es darf jetzt einfach keine lange Fokussierung auf Personalfragen geben. Und es ist einfach wichtig, auch gerade in der internationalen Politik präsent zu sein und da auch verlässlicher Partner zu sein. Und das ist Angela Merkel nach wie vor. Sie ist hoch angesehen. Und bei all den Krisen, die im Augenblick da liegen, würde ich das für einen großen Fehler halten, jetzt abrupt dieses Regierungsbündnis zu beenden und erstmal Neuwahlen organisieren zu müssen und sozusagen als internationaler Vermittler, Verhandlungspartner für Monate komplett auszufallen. Also ich finde, das kann Deutschland sich im Augenblick nicht leisten. Na, wir werden noch einige Male diskutieren. Machen wir hier mal einen Punkt. Wir wollen noch ein bisschen in die Glaskugel gucken. Sie schreiben gerade ein Buch über den grünen Chef Habeck. Kommt hoffentlich rechtzeitig. Ja, in Hamburg waren die Grünen lange Zeit vorne, wird heute gewählt. Und auf einmal geht's nach unten und die SPD geht nach oben. Hm. Wer hätte das gelacht? Ich nicht, aber andererseits doch, weil wir beobachten ja, also wenn man sich erklären will, wir beobachten ja so eine Konzentration auf die Amtsinhaber. Nicht? Also auch in den vorigen Landtagswahlen, also in dem Maße, in dem das Parteiensystem weiter zerfleddert, in dem es also klar wird, wir haben in der Regel 6 Parteien und es gibt sozusagen die Sorge um mittige und liberale Mehrheiten. Da geht man dann gerne offensichtlich auf den Amtsinhaber. Und ich glaube, dieser Effekt könnte Herrn Tschentscher zugutekommen. Was mich ein bisschen wundert, ist tatsächlich, dass diese Cum-Ex-Affäre in Hamburg sich da nicht stärker auswirkt. Oder es würde mich wundern, wenn die sich gar nicht auswirkt jetzt heute Abend. Weil das ist ja schon erstaunlich. Also da hat man sozusagen einer Bank zig Millionen Steuern nicht abgenommen, die dem Stadthaushalt zugute gekommen wären. Dann wird gefragt, also haben denn Herr Scholz und Herr Tschentscher und Herr Kahrs Termine gehabt mit den entsprechenden Bankmanagern, dann wird das erst bestritten, dann wird das doch eingeräumt, dann hat das aber nichts natürlich mit den Sorgen der Bank zu tun gehabt in dieser Frage, sondern also ganz allgemein, also Gesichtspflege und Umgang mit wichtigen Wirtschaftsgrößen der Stadt und dann sozusagen spendet die Bank also erhebliche Summen an die SPD und zwar nicht an die SPD Eimsbüttel oder die SPD Wilhelmsburg, sondern komischerweise an die SPD Mitte, wo dann doch Akteure sozusagen eine wichtige Rolle spielen, die bei diesem Treffen dabei waren. Also das ist alles ziemlich komisch und eigentlich normalerweise kommt Leuten sowas auch komisch vor. Aber vielleicht ist der Effekt sich auf den Amtsinhaber... Genau. Ja. Aber wie erklärt sich das, dass die Grünen plötzlich absenken? Sie sind ja immer noch sehr gut. Ja, sie sind noch gut, aber sie waren schon mal besser. Sie haben ja damit gerechnet, dass Frau Fegemann, glaube ich, heißt sie, regierende Bürgermeisterin wird. Danach wird es nach den jetzigen Umfragen nichts. Ich denke, dass die SPD insgesamt möglicherweise ja heute Abend endlich mal wieder einen Grund hat zu feiern und dass sie sich vielleicht auch sich vielleicht auch ein Beispiel an Hamburg nehmen kann, denn ich denke, die SPD hat dort einfach überzeugt mit ihrer Politik. Also hat gezeigt, dass sozialdemokratische Politik auch in der Großstadt immer noch heißen kann, auch gute Sicherheitspolitik, Innenpolitik zu verbinden mit einer guten Bildungspolitik, tatsächlich schwierige Viertel mit viel Problemlagen nicht verwahrlosen zu lassen, sondern dahin zu gehen und da die Schulen in eine gute Verfassung zu bringen. Und das hat Hamburg einfach, das hat die SPD in Hamburg einfach gut gemacht. Und ich finde, da kann die SPD, die Bundes-SPD auch sich was von abgucken und zu sehen, wenn sie einfach gute Politik macht vor Ort, nah bei den Leuten ist, dann kann sie auch wieder überzeugen. Also insofern kann ja von Hamburg für die SPD tatsächlich auch ein ganz gutes, dann wünschen wir uns das mal, dass die ganz gutes Signal ausgeht. Heute Abend mal wieder was zu feiern hat. Wir sind am Ende der Sendung. Ja, wer immer mitfeiert heute Abend, ich glaube, alle laden zur Wahlparty. Am schlimmsten wird es für die CDU werden. Vermutlich. So wie es aussieht. Vermutlich. Vielen Dank, Rinder Lehmann, Neue Osnabrücker Zeitung und vielen Dank, Susanne Gaschke von der Welt und dank Ihnen, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns wieder nächste Woche Sonntag, 12 Uhr, wie immer, Andruck und dann auf YouTube, TV Berlin, Playlist, Andruck. Vielen Dank und tschüss.